bigger spins are big. Cracker winning everything. Make a dream coming true in the GCW. Throw them on the chair, champions are everywhere. Drop some true in the GCW. Throw them on the chair, champions are everywhere. Drop some true, drop some true in the GCW. Bigger spins are big. Cracker winning everything. Make a dream coming true in the GCW. Throw them on the chair, champions are everywhere. Drop some true in the GCW. Throw them on the chair, can be the every rep. Drop some true in the GCW. Hallo und herzlich willkommen zu CTC. Coast to Coast Wrestling. Mein Name ist Amazing Black, aka Flo. Und dabei ist Tiger Ronnie! Wir sind heute in Detroit. Meine Damen und Herren, es geht los mit dem ersten Match von Coast to Coast Wrestling. Wir erwarten hier 5-Sterne-Qualität. Oh nein, das kleine Kind ist auch bei dir da. Aber diesmal hat es seine Freundin mitgebracht. Oh mein Gott, ich hab Dinge gesehen. Oh, Amazing Black kriegt die Clothesline ab. Oh, wird er sich hier durchsetzen können? Oh, Fireman's Carry. Wunderschön. Der Schlag ging ins Leere. Man sieht einfach, er war 2-3 Mal beim Training. Genau. Man sieht doch diese Unerfahrenheit hier. Das ist überhaupt der Anfang von Amazing Black beim Wrestling. Oh, einmal weggeklatscht. Tut mir leid, liebe Zuschauer, dass wir das hier so genießen. Aber Mann, Koschran ist Koschran. Und wir mögen ihn und wir freuen uns, wenn er jemanden zum Spielen hat. Das passiert nicht oft. Die werden jetzt aber auch angezählt. Es handelt sich hier um ein normales Singles-Match. Also man kann disqualifiziert werden, man kann ausgezählt werden. Das ist schon bei 6. 7. Aber es geht draußen weiter. Ich glaube, Koschan interessiert das gar nicht. Oh, wir sehen hier Snap Suplex. Sie sind bei 8. Aber Koschran interessiert das nicht. Oh nein! Er geht zurück in den Ring. Oh, der geht wieder raus. Er will weiterspielen. Er will weiterspielen. Aber es ist doch perfekt für Koschran hier. Das perfekte Warmmachen. Oh, Flirt over DDT in den sehr harten Sand. Also ich finde, Amazing Black hat hier die krasseren Nachteile, weil er kann Sand im Schuh kriegen und dann kann er sich nicht mehr richtig bewegen. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 6. Den ist dieses Anziehen total egal. Wird Amazing Black jetzt in den Ring gehen? Na, 8. Ja, tritt da noch gegen. Oh, jetzt begibt er sich in den Ring. Nein, aber bleibt er oder geht er wieder raus? Er geht wieder raus. Amazing Black will weiterspielen. Die genießen hier den Tag am Strand. Das haben beide nicht oft. Fehlt nur noch das Eis. Oh, das Wasser. Oh, Koschan geht jetzt sehr früh in den Ring. Hat er jetzt genug? Nein, er geht wieder raus. Er genießt die Spielzeit mit Amazing Black. Oh, wirft hier den Amazing Black einfach mal einfach hin und her. Aber das ist Koschran. Wie lange wird das Match da draußen weitergehen? Das freue ich mich auch. Aber Amazing Black wird hier hin und her geschubst. Aber hätte Koschran schon längst beenden können. Oh, was sehen wir jetzt? Body Slam. Hui. Oh, in den Sand, das tut so weh. Headbutt und der Ringrichter ist wieder bei 8. Aber es interessiert beide nicht. Nein. Oh, Koschan ist im Ring. Oh. Oh, das war knapp. Koschran will hier weiter mit Amazing Black spielen. Also. Ja. Uranagi. Kommen sie da raus aus deren Ecke. Oh, Crossbody geht ins Leere. Jetzt Amazing Black am Drücker, aber nein. Koschran gleich wieder hier. Wirb in gegen den Stahlpfosten. Ringrichter ist wieder bei 5. Oh, jetzt geht zurück in den Ring.
Jetzt geht das Match offiziell weiter. Jetzt wird Amazing Black auspacken. Oder er wird voll auf die Fresse kriegen. Oh, das geht auf den Magen. Das geht auf den Magen, Stomach Crusher. Also, Amazing Black, nach diesen Erfahrungen mit Koshran, wann werdet ihr euch wiedersehen? Oh, vorbei. Es ist vorbei. Wow. Ich denke, er wird mit Blumen ans Grab bringen. Ja, drei! Koshran hat gewonnen! Also, das war ein bisschen einseitig. Ja, das ein bisschen. Oh, da sehen wir nochmal den Yurinagi. Oh ja, schau dir diese Behaarung an. Vom Match Yurinagi und Pin. Und Koshran hier. Dominierend. Aber sowas muss es beim Wrestling auch geben. Ja. Ich glaube, damit wirst du ihn auch favorisiert in die Hauptshow schicken, oder? Ja. Mit dieser Zerstörungsgewalt. Freakzilla gegen Kim Kolbe. Ich sag, Freakzilla wird das Ding machen. Die hat so viel Erfahrung, die hat so viel Talent. Und seht ihr das an? Seht ihr das an? Der Single Leg Dropkick gleich mal gekontert. Oh, und jetzt sehen wir einen Shaky, Shaky Neckbreaker. Hui. Neckbreaker. Ich weiß, du bist für Kim Kolbe. Ja. Aber nein, Freakzilla. Schau dir das an. Die hat Talent, die hat die Macht. Sie hat bunte Haare, hallo? Oh, aber jetzt auch Kim Kolbe mit dem Russian Leg Sweep. Oh, schön. Harter Tritt. Whip. Oh, da sollte der bei Cycle Kick kommen. Was sehen wir? Lässt los und jetzt der Lock-up. Kräfte messen hier. Raised Lock. Wird gekontert zum Snap mehr mit Sleeper holt. Aber Rope Break. Schöner Backbreaker. Ah, Kip Kulver scheint ja auch ein bisschen muskulöser zu sein. Das stimmt. Aber Freakzilla war ja noch nie bekannt, hier ein Powerhouse zu sein. Boah, Stomp. Ah, Mensch, wieder Russian Leg Sweep. Oh, sie geht aufs zweite Seil und oh, sie lässt sich feiern. Aber die Zeit hat sie auch. Kann ich auch gleich nachsetzen. Ins zweite Seil mit ihr. Was sehen wir? Was sehen wir? Oh. Dropkick in den Rücken. Und das Cover. Eins. Naja, weiter geht's noch nicht, aber kann ja alles noch werden. Schlag von Fixilla geht ins Leere. Whippin. Oh, aufs dritte Seil. Aufs dritte Seil, was wird da kommen? Oh! Dieser Armbreaker. Ja, lieber Arm ab als Arm dran, ne? Das stimmt. So, es geht weiter mit einem Whip-In. Und sie schmeißt einfach mal Freakzilla nach draußen. Ja, zum Glück haben wir da einen weichen Sandboden. Ich habe nur Angst, dass da Katzen reingepinkelt haben. Oder Wotter. Oder Wotter. Oh. Ist das das Ende? Ist das das Ende? Oh. Jetzt ist vorbei. Facewash. Cover. Es geht bis zu 1. Es geht bis zu 2.
Aber es geht nicht bis zu 3. Jetzt schön nachsetzen. Oh oh. Was werden wir hier sehen? Was werden wir hier sehen? Ja, das sieht so aus. Oh, schöner, schöner Backstabber. Und jetzt ist vorbei. Das war's. Nein, Freakzilla kann rauskommen. Die Party Queen. Die Party Queen. Ich glaube, das waren eher die Schmerzen, die sie da rauskommen lassen haben. Oh, Shop. Voll auf die Titte. Also ich muss ja sagen, du hast schöne Polster in deiner Ecke. Wer hat sie bloß erstellt? Wer war das? Kenn ich den unbekannten Künstler? Vielleicht, er schimpft sich unter dem Namen Tiger Ronnie. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Oh, Superplex hier das Cover. 1, 2 und 9. Oh, Freakzilla, jetzt ist deine Zeit gekommen. Oh, was sehen wir? Flatliner. Cover. Aber das war's noch nicht. Dafür hat Kim Kubel viel zu wenig eingesteckt. Da muss mehr kommen. Und jetzt sehen wir den Overdrive. Aber auch das ist es nicht. Oh, oh. Kim Kubel kann sich jetzt wehren. Harter Tritt, harter Tritt, harter Tritt. Harter Tritt. Noch härterer Tritt. Oh nein. Härter BSC-Tritt. Und wir sind wieder in Stomp. Oh, also wenn Kim Kulver 1 kann, ist es zutreten. Ja. Aber guck mal, das kann Freakzilla auch. Aber geht leider ins Leere. Tritte wirken nur, wenn man trifft, habe ich gehört. Oh, was sehen wir? Hurricane Runner? Nein, oh, sie wird abgefangen. Oh, was für ein geiler Major-Konter. Dann, oh, dann ist jetzt Ende. Dann wird jetzt Ende sein, oder? Was sehen wir? Oh, Shop. Shop. Oh, das sieht mir aus wie ein Tornado DDT. Und das wird ein Tornado DDT. Sehr schön. Oh, oh. Jetzt wird es spannend. Kim Kulver ist echt nicht schlecht. Der Kim Kulver hat es drauf, hat Talent. Und jetzt sind wir wieder den Backstabber. Er geht durch. Das Cover. Das muss es sein. 1, 2 und 3. Kim Kulver besiegte die Party Queen in diesem ersten guten Match dieser Show. Oh, da sehen wir nochmal den Face Wash. Oh, das ist eine geile Aktion. Also. Ja. Schick, schick, schick. Kim Kulver wird hier das Monster, das ich jetzt schon. Die wird alles zerstören. Außer Miss Muskel. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Oh yeah! So Leute, jetzt geht's aber richtig los hier mit Tag Team Action. Die erste Tag Team Action in diesem Jahr hier. Wir haben Markus Monet am Ring, wir haben Wotta am Ring und jetzt geht es los. Und Markus Monet wirklich weggeschubst. Also was anderes habe ich nicht erwartet. Wottas Kraft ist gleich unendlich. Oh, Belly to Belly. Auch da habe ich nichts anderes erwartet. Aber jetzt Fireman's Carry von Markus Monet. Er wird sich hier durchsetzen. Ich schwör. Wo Wotta kontert. Ja! Siehst du, da hat Markus Monet das Gewicht von Wotta gegen ihn selbst verwendet. Ja. Und es hat Wotta nicht gestört. Wenn Wotta Hunger hat, ist er einfach unaufhaltsam. Ja. Also ich bin ja gespannt, ob Sugarfoot überhaupt reinkommen muss in diesem Match. Boah. Oh, Clothesline! Wie was drin ist, Seil! Ich sag doch, die haben's drauf. Ich hab nie gezweifelt, ich schwör! Ja, schau dir das an. Ja, die machen sich lustig über Wotta. Diese. Sie nicht machen sollen. Was denn jetzt? Hat der Hunger.
Ja, jetzt ist er sauer. Aber Prinz Kira kann sich hier befreien. Backslide Driver! Jetzt geht's ab hier. Ich schwöre. DDT. Kebab. Team. Oh, aber Wotter ist hungrig. Wird aber gleich wieder abgefangen. Da wird die Masse von Wotter gegen ihn verwendet. Oh, schöner Schlag. Oh, Wotter ist aber jetzt wieder dran. Wunderschöner Samoan Drop hier. Oh, man darf sich doch nicht bei Wotter wehren. Das ist das Wotter 1101. Oh, Prinz Kira heute gleich wieder aus. Da sollte schon der Hottech kommen. Oh, wunderschöner Finny-Kick. Also gegen Prinz Kira hat Wotter doch schon viel mehr Probleme. Aber das war ja schon fast vorhersehbar, solche Probleme, wie er mit Beretta hatte. Das stimmt. Oh, der zeigt Kein ihm Action. einziges Match hat er gewonnen gegen Baron. Superkick! Hot Tag! Oh. Markus Moner ist aber vorbereitet. Oh, fängt sich hier den anstimmenden Sugarfoot ab, aber Sugarfoot ist vorbereitet. Oh, Dinger Schlag ging ins Leere. Dropkick ging in den Knie, aber es stört Sugarfoot nicht. Oh, da wird Moner einfach zu Boden gedrückt. Er hat keine Chance. Sugarfoot ist zu mächtig. Was sehen wir? Body Slam? Nein, ein Fallaway Slam. Oh nein, er hängt sich mit seinem eigenen Schal. Oh, schöner Schlag. Schöner Armwrench Takedown. Harter Tritt. Und Cover. Ja, vielleicht denkt sich Monera gerade, Sugarfoot ist zu fett, um sein eigenes Gewicht hochzudrücken. Aber selbst da unterschätzt er Sugarfoot. Oh, was sehen wir? Oh, wir sehen einen Monera, der sich wehrt. Oh, sehen wir jetzt mehr Tag Team Action? Nein. Der Sugarfoot, der macht sich das Leben hier schwer. Oh, schöner Hip Toss. Tag. Das ist auf Prinz Schön in die Kira. Ecke. Oh. Sugarfoot, du schaffst es. Nein, nur nicht Wort da. Oh, mies. Das war die Vorentscheidung, also. Schöne Schläge gegen den Kopf. Wotter konnte sich ausruhen, konnte einen Snickers essen und jetzt hat er seine wahre Power hier. Entfesselt, Powerbomb-Ansatz. Oh, gelingt auch. Powerbomb! Einfach weggeschmissen. Aber der Wotter ist damit nicht zufrieden. Der will mehr, ne? Einfach mal in die Säule gewippt. Ah, lassen wir mal ein bisschen rennen. Oh, wo Noch dieser eine Powerbomb. Powerbomb-Ansatz. Ja, mit Prinz Kira kann man das ja machen, ne? Boom, fallen gelassen. Liegen bleiben. Ein Roller. Eins. Zwei. Und. Oh. Das war knapp. Aber ich sag ja, die haben geheime Tricks hier in Pedo. Die werden sich da nicht so einfach ausspielen lassen. Oh, schön gekontert. Oh, und man attackt sich selbst ein, um Prinz Kira zu retten. Aber Wotter, dem ist das egal. Hammerlock. Und er fängt an, sich hier zu wehren. Harter Schlag. Oh, der Mörderplex. Der Mörderplex. Das ist vorbei. Das war's. Das war's. Sugarfoot ist überhaupt in seiner Ecke. Oh, er kommt auch rein, will Cover unterbrechen. Gelingt ihn auch. Prinz Kira leider zu spät da, aber unternimmt jetzt was. Vielleicht kann Markus Menier ja jetzt noch irgendwas machen. Oh, Facewash geht ins Leere. Aber trotzdem, Wotter ist nicht schnell und wendig genug, um hier nachzusetzen. Das gelingt ihm nicht, aber jetzt noch eine Chance.
Momone, ja, der kämpft sich hier gleich zurück, also. Tü-tü-tü. Ja, gegen solche massigen Gegnern kannst du ja auch nicht viel zeigen, außer DDTs. Oh, oh. Er wird eingeschläfert. Water wird eingeschläfert, aber. Sugarfoot ist da. Stelle. Oh, oh. Oh, das kriegt auch Monet eine Powerbomb ab. Das gleiche Schicksal erwartet ihn. Powerbomb. Fallen gelassen. Na, erzähl doch mal ein bisschen was über Sugarfoot. Was macht der denn so schöne Aktion? Au, Leg Drop. Ich glaube, Sugarfoot muss warten. Das war's. Und das war's. Das war's. Mit einem Leg Drop wurde beendet. Das ist sein Finisher. Die Schwerkraft beendet hier das Match. Oder sehen wir nochmal diesen schönen Superkick. Wie einst Hulk Hogan. Oh ja. Aber ich muss sagen, Monair und Kira haben hier viel besser zusammengearbeitet. Aber. Ja. Das stimmt, aber. Sugarfoot war immer zur Stelle. Aber auch diese. Aber auch diese Massen, was willst du da machen? Da ist ja einer schon gefährlich für beide. Das war's ja denn mit deiner ersten Show, Water Sugarfoot, beenden hier den Main Event. Ich bin sehr zufrieden, auch zwei schöne Matches, ein Squash-Match. Squash-Match, ja. Everybody check, every bar, every rep, that's untrue, that's untrue, in the GCW.